Der junge Mann steigt am Schulgelände aus seinem Wagen. Er nimmt eine Pistole aus dem Kofferraum, geht los. Plötzlich Schüsse. Es ist der Beginn eines Amoklaufs an der Schule. Ein weiterer tödlicher Schuss trifft den Hausmeister. Der Täter stürmt die Schule, weitere Schüsse fallen. Schüler und Lehrer fliehen. Die alarmierte Polizei erscheint kaum 10 Minuten nach dem ersten Schuss. Sich gegenseitig absichernd sucht sie, den Amokläufer auszuschalten. Am Ende erschießt sich der Täter. 6 Menschen hat er zuvor getötet. Schockierende Bilder für alle Beteiligten dieser Großübung auf dem Gelände der Realschule Baumheuder im Hunsrück. Denn wie man sich bei einem tatsächlichen Amoklauf am besten verhält, das haben Polizei, Rettungsdienste, Verwaltung und die Schule am Mittwochnachmittag nach monatelanger Vorbereitung geprobt. Wir beschäftigen uns ja schon seit über 2 Jahren intensiv mit Amoklagen an Schulen. Wir haben beispielsweise in den letzten 2 Jahren beim Polizeipräsidium Trier über 924 Beamte durch unser Amok-Training durchlaufen können. Auch dort wird dieses Vorgehen in den Schulen geübt. 40 Polizisten waren im Einsatz, weitere 50 Bereitschaftspolizisten fungierten als Darsteller. Erst in einigen Wochen stehen die Ergebnisse der Übung fest. Das erste Fazit fällt aber zufriedenstellend aus.